Feuertaufe. Some insolent triad stole my beautiful car last night, wrecked it and left it burning. Some of my most precious donkey memorabilia was in the trunk. Real collectibles that are irreplaceable, my friend. I've hidden a throbbing weapon on the edge of Chinatown. Take it and teach these triad vandals to fear El Poro's well-endowed wrath. Arriba! Arriba! Arriba, arriba. Das finde ich gut. Eine schöne Waffe, das klingt nach sehr positiven Aussichten. So, ich glaube, ich nehme aber noch mal ein neues Auto, oder? Da bin ich ja mal sehr gespannt, was es da gibt. Ein Auto wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ah! Einfach die Kamera fünfmal hin und her bewegen, irgendwann taucht schon eins auf. Klappt immer. So, schauen wir noch mal, wie weit das ist. Wir können ja leider nicht auf eine Karte schauen, um das herauszufinden. Aber er hat gesagt, am Rand der Stadt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ungefähr in der Ecke ist, in der wir auch gerade eben schon waren. So, dort in der Dock-Ecke. Schauen wir mal. Ich muss nur zugeben, es wäre angenehmer, wenn man eine Karte hätte, um sich ein bisschen zu orientieren. Ist es aber wirklich nicht unbedingt notwendig, glaube ich. Also ich meine, man sieht ja ungefähr, wo man hin muss. Okay, wir sind schon da. Das ging dann doch schneller als gedacht. Oh! Verzeihung! So, was haben wir denn da? Das ist ein... Was ist das? Ein Flammenwerfer? Nimm dir 25 Triaden vor. Okay, dann gib mir welche. Hallo? Wie sehen die Triaden denn aus? Seid ihr Triaden? Es ist ein Flammenwerfer. Ja, das sind Triaden. Okay, alles klar. Ich zünde einfach mal Leute an. Werden schon ab und zu mal ein paar Triaden dabei sein. Oh, ich brenne auch. Das ist nicht so gut. Ich sollte vielleicht vermeiden, mich in Brand zu setzen dabei. Hallo? Ah, schon besser. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht so ganz... Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so schlecht sehe, aber... Also, wegen dem Lichtverhältnissen. Aber ich bin tatsächlich noch nicht so ganz schlüssig, wo jetzt Triaden sind und so, ne? Gut, die in den blauen Overalls offenbar. Deren nehmen wir uns dann auch gerne an. Ich muss bloß aufpassen, dass ich mich nicht in die Luft sprengen hier oder sowas. So, den haben wir noch erwischt. Sehr schön. Es kommen offenbar auch doch ganz gut welche nach, aber ich zweifle irgendwie gerade dran, dass ich hier 25 Stück zusammenkriege. Oh, jetzt doch mal einen Stern. Ich dachte, ich krieg keinen, ehrlich gesagt. Burn, fuckers! Hallo? Ich will, dass ihr alle brennt! Sterbt! So, vielleicht soll ich mich auch wirklich öfter im Kreis drehen, um dann wieder neue Leute zu erzeugen. Hier, schau mal! Sehr schön! Du solltest natürlich auch Feuer fangen, wenn ich dich hier mit dem Flammenwerfer malträtiere. Hallo? Ist der Typ feuerfest? Nee, doch nicht. Okay. Nein, ich glaube, das schaffe ich nicht ganz. Oh, aber ich sterbe sowieso vorher, von daher vollkommen egal. Scheiße. Okay, dann müssen wir das Ganze wohl einfach normal angehen. Jetzt wissen wir zumindest so ungefähr, auf welche Leute wir losgehen müssen. Schade, dass wir jetzt wieder alle Waffen verloren haben. Okay, Karre ist geschlossen, dann ach ja, stimmt, in dem Teil kann man ja noch gar nicht über irgendwelche Hindernisse springen. Ganz großartig. Kommen wir hier vielleicht rein? Nein. Sind die alle zu? Sind die alle geschlossen, die Karren hier? Ah, schon besser. So, dann machen wir uns gleich nochmal zu El Budo auf und starten nochmal Arriba Arriba mit der Feuertaufe und schauen mal, ob es diesmal vielleicht ein bisschen besser klappt. Ich muss zugeben, ich mag Flammenwerfer überhaupt nicht als Waffe. Ich kann es nicht leiden, wenn dann einfach bloß dieses Schwabbelfeuerding davon rauskommt.
Ich hab's lieber, wenn ich auf Leute direkt zielen kann und sie dann auch direkt umfallen, wenn ich schieße. Das ist einfach keine schöne Waffe für mich. So, neuer Versuch, Feuertafel Nummer 2. Ja, kennen wir schon. Und dann machen wir uns wieder auf zum Flammenwerfer. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Wir können uns so viel Zeit lassen, wie wir wollen, um zum Flammenwerfer hinzukommen. Wir müssen dann aber innerhalb von 2,5 Minuten 25 Leute umbringen. Naja. Wenn sie meinen. Ich sehe gerade, hier laufen aber wirklich viele rum eigentlich, ne? So. Dann wollen wir mal. Flammenwerfer, komm her. So, 25 Triaden. Die sollten wir doch irgendwie zusammenkriegen, oder? Da haben wir schon den ersten. Und da kommen gleich 3 weitere. Okay, ich erwische aber bloß 2 davon. Na, wobei, der ist so nett und wartet. So, direkt weiter. Ich glaube, ich habe nicht den erwischt, den ich erwischen wollte. Leute, brennt. Hallo. Brennt. Sehr merkwürdig manchmal. So, hier sind viele auf einem Haufen. Ich glaube, diesmal könnten wir es doch schaffen. Wenn wir nicht überfahren werden. So, oder wenn uns vorher vielleicht nicht irgendwie noch ein Bulle holen sollte oder sowas. Der zählt jetzt, glaube ich, nicht für uns, ne? Was bist du denn für einer? Verpiss dich. Scheiße, ich habe mich selbst angezündet. Nein! Oh, ist es denn zu fassen? Wieso kann man sich selbst anzünden mit dem Flammenwerfer? Was ist das denn? Oh Gott, ich krieg die Krise. Also, es ist machbar, wenn man sich oft genug im Kreis dreht, kommen auch wirklich genug Triaden. Ich muss halt wirklich nur aufpassen, dass ich mich nicht selbst umbringe. Ach du Scheiße. Versteht ihr, warum ich diese Waffe nicht leiden kann? Naja. Okay, Idaho out of control. Ich steig mal lieber aus. Lauf, Bitch! So, nehmen wir einfach das nächste Auto. Tut mir leid. So, ich bin wieder unter 100.000 gefallen. Das geht ja gar nicht. Mensch, El Burro, du kostest mich ja einen Haufen Geld. Ich hoffe, da kriege ich aber auch einiges dafür. So, letzter Versuch jetzt, den ich in die Aufnahme noch mit reinnehme. Wenn ich noch ein paar Fehlversuche haben sollte, werde ich die dann, glaube ich, rausschneiden einfach. Schauen wir doch mal, wie es läuft. Vielleicht schaffe ich es diesmal auch mehr. Wäre schön. Ich hätte nichts dagegen. Ich meine, irgendwann muss es ja mal funktionieren. Dass jetzt Nacht ist, hilft mir, glaube ich, nicht unbedingt. Aber naja, schauen wir mal. Es scheinen ja noch genug Menschen unterwegs zu sein hier auch. Vor allen Dingen die Triaden scheinen sich nicht dran zu stören, dass jetzt Nacht ist. Könnte vielleicht sogar von Vorteil sein, wenn die anderen Passanten nicht so zahlreich unterwegs sind. Schauen wir mal. So, Versuch Nummer 3. Töte 25 Triaden. Da sind Nummer 1 und 2. Das nehme ich mal an mich. Du brauchst es sowieso nicht mehr. Ja, ich wollte schon sagen. Du bist auch eine Triade. Oder ein Triadentyp. Das Blöde ist, man kann den Flammenwerfer halt auch nicht wegstecken, ne? Um mal ein paar Meter zu rennen oder so. Das waren, glaube ich, keine. Ach. Hier geblieben. Alle miteinander. Schau doch mal, wie viele hier rumspringen. So, das sieht doch schon ganz gut aus hier. So ein paar erwischt man dann doch ab und zu. Wenn auch nicht alle Feuer fangen wollen. Wunderschön.
Der andere könnte mal stehen bleiben, dankeschön. Schön, wie er sich noch ausruht und Luft holt und schon am Brennen ist dabei. So, schön. Und da waren es nur noch, ach ne, es ist gar keiner. Da waren es nur noch 11 jedenfalls. Ich muss mich aber ranhalten, glaube ich, ne? Das war der falsche, verdammte Scheiße. So. Ich brauche mehr, ich brauche mehr. Gebt mir Triaden. Der eine hat kein Feuer gefangen, das ist schlecht. So, schon besser. Oh, oh. Die Zeit, die Zeit. Kommt her, lasst euch töten. Lasst euch brutzeln. I'm gonna fry you all down. Hallo? Ah. So. Noch einer. So, die haben wir auch beide. Und da war es bloß noch einer. Wir schaffen es. Jawoll. Und diesmal ganz ohne uns selbst anzuzünden dabei. $10,000 für uns. Wahnsinnig viel Treibstoff für den Flammenwerfer. Den haben wir noch übergekriegt. So, und jetzt ganz schnell weg hier, bevor die Rache der Triaden kommt. Ich sehe es schon. Wir würden hier niedergeschlachtet werden, wenn wir bleiben würden. Hui! Ich frage mich immer, wer eigentlich den Irrsinnsstunt-Bonus bezahlt. Steht da irgendjemand da und denkt sich so, oh, das war gut, da gebe ich mal $239 für raus. Oder wie sieht das aus? Okay, machen wir direkt weiter mit El Burro. Ich hoffe mal, er hat nicht noch so eine tolle Idee wie gerade eben. Entschuldigung. Schauen wir mal. Schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden, das ist gerade eben, oder? Jäger des verlorenen Schundes. A thieving opportunist has stolen a van of my latest publication, Hub of the Press. But that spanked up idiot has left the rear doors open. And now my beautifully produced, tastefully photographed adult literature is being dropped all over Liberty. Take the van and follow that trail of Donkey Does Dallas volumes 1, 2 and 3, collecting it as you go. When you follow the trail to that thieving spankhead, waste him. Then deliver my donkey derby to Triple X Max in the Red Light District. Der unterhält ein Tittenmagazin, ist ja auch interessant. Okay, wir sollen ihm jetzt hinterherfahren einfach nur, dem anderen? Können wir machen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt während der Fahrt irgendwas einsammeln soll, aber ich denke mal, wir müssen einfach bloß drüber fahren. Ja. Okay, auf geht's. Wo ist das erste Päckchen? Ah, hier von. Na dann. Höhe! Um die Kurve. Ach Gott, ohne die Kamera zu bewegen, ist das echt mühselig, finde ich. Naja. Wird schon irgendwie passen. Aber wir kriegen jedes Mal eine Sekunde drauf, wie es scheint, wenn wir so ein Ding einsammeln. Oh Gott. Ist ja schrecklich. So, ich schätze mal hier rum. Ja. So, wo lang jetzt? Das war die falsche Richtung, wie es aussieht. Da. Ja, 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 ich mache ja schon. Es ist ätzend, wenn man sich nicht umsehen kann. Jetzt bimmelt das die ganze Zeit vor sich hin hier. Das ist ja auch schrecklich. Ja, ich glaube, wir werden das eventuell nochmal machen müssen, weil wir einfach einen schlechten Start hatten, der uns jetzt ziemlich viel Zeit gekostet hat. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen was rausholen. Ja, das sieht ganz gut aus eigentlich. Ja, könnte vielleicht doch noch was werden. Entschuldigung. Okay, ich glaube, wir sind doch ganz gut drin jetzt. Wenn es so bleibt, dann muss ich hier lang. Nein, Scheißdreck. Ah, wo ist es denn? Hier. Ach, das ist ein übelster Scheiß, wenn man die Kamera nicht bewegen kann, ganz ehrlich. Okay. Ich möchte wieder über 10 Sekunden kommen, damit ich nicht die ganze Zeit dieses Gebimmel hören muss. Shit. Komm, ein bisschen mehr. Ach shit, jetzt habe ich aber mal eins verpasst. Das ist ja schrecklich.
Wo ist hier? Könntet ihr mir mal aus dem Weg fahren, Leute? Auch noch das. Weg da! Scheißdreck. Schneller! Schneller! Fahr weg! Ich muss ja mal kurz vorbei. So. Ich kürze mal gleich so ab. Das würde mir, glaube ich, nichts bringen, wenn ich das eine da noch einsammle und dabei extrem viel Zeit lasse. Okay, hier müsste er ja eigentlich sein, ne? Ich meine, wo soll er denn hinfahren hier? Fahren wir mal hier durch. Wo ist denn das? Scheiße! Ja! Guten Tag! Darf ich dich mal über den Haufen fahren? Scheint zu passen so. Jawohl! Fahr den Transporter zur Rückseite des XXX Max. Es war ziemlich knapp am Ende, muss ich mal so feststellen. Aber, wir haben es geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Also einerseits ist dieser Transporter ja absolut schrecklich. Wo ist denn hier der Ausgang? Da drüben. Einerseits ist der Transporter ja absolut schrecklich vom Fahrverhalten her. Den legt's ja, wenn du mal eine scharfe Kurve fährst, sofort auf die Seite. Und andererseits ist es halt wirklich nervig, wenn du nicht nach links und rechts schauen kannst und keine Ahnung hast, wo jetzt die nächsten Magazine liegen. Vielleicht müsste ich auch ein bisschen mehr damit arbeiten, halt nach links und rechts rauszuschauen aus dem Fenster. Also, das hier meine ich. Aber das bin ich halt nicht so sehr gewohnt, weil man bei San Andreas einfach jederzeit die Kamera überall hinbewegen konnte. Wo ist denn jetzt hier der Eingang? Hier so? Ah, okay. So, abgeliefert. Wunderbar. Können die kleinen Perversen alle ihre Schmuddelheftchen holen. Alter, die Schlange gleich. So, 20.000 für uns. Ihr kleinen Perverslinge hier. Und damit scheinen wir El Diablo soweit El Bulo soweit abgearbeitet zu haben. Sehr schön. Das heißt, wir können uns wieder Mafia-Aufgaben widmen. Das war ein kurzes Intermezzo, muss ich feststellen. Aber war okay und hat uns gut Geld gebracht letztendlich. Abgesehen davon, dass wir zwischendurch mal aufgrund der zweifachen Tode da ein bisschen was verloren haben ans Krankenhaus. Aber wir unterstützen das Gesundheitssystem der Stadt doch gerne.